Begrüßen Sie recht herzlich Christian Tramitz. So, Christian Tramitz, meine Damen und Herren. Danke. Oh, vielen Dank. So. Ja, ist doch gut. Was ist los? Alle bezahlt, oder? Ja. Wir kennen die, ne? Okay. Keine Ahnung. Dankeschön. Vielen Dank, sehr freundlich von Ihnen, meine Damen und Herren. Jetzt reicht's. Ja, aber wärst du auch interessiert daran, die goldene Fackel, sag ich schon, die Olympiafackel zu tragen? Die Olympiafackel? Ja. Ja, unbedingt. Vor allem bei mir durch den Ort, glaube ich, kommt das ziemlich gut. Wo wohnst du? Oder möchtest du nicht verraten? Weit weg, aber es hat, glaube ich, ungefähr 40 Einwohner. Und die interessieren sich alle wahnsinnig für die olympische Fackel, glaube ich. Ja. Werden sich freuen, wenn du damit vorbeikommst. Aber vielleicht sollte man die von Leichnitz damit betreuen, auch irgendwas zu machen. Gerade mit großem Vergnügen gesehen, sehr, sehr witzig. Unglaublich realitätsnahe Fälle. Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass das genau so passiert ist eigentlich. Ja, selbstverständlich. Du hast ja Riesenerfolge mit der Bulli-Parade gehabt, unter anderem. Was auch in der einen oder anderen Comedy-Serie schon zu sehen. Kurz, bevor sie abgesetzt wurde. Aber das wird mit der künftigen nicht passieren. Nicht. Das ist deine eigene Show, da bist du selbst mit verantwortlich. Ja. Das ist deine erste eigene Sketch-Show. Richtig. Ja, sag ich das richtig? Ja, ist richtig, vollkommen richtig, ja. Wo du spielst zusammen mit Kollegen wie unter anderem Bernhard Hohecker. Richtig. Machen dort mit, kennen wir noch wen? Ja, viele. Armin Rohde. Christian Clerici kennen wir noch. Christian Clerici? Christian Clerici spielt mit, ja. Und gar nicht schlecht, vielleicht sehen wir es nachher. Der macht das richtig gut. Als Komiker? Ja, der hat doch bei Sat.1 mal... wie heißt die Sendung jetzt? Dingens moderiert. Ja, also Quiz. Fragen beantworten. Ja, Fragen genau. Beantworten, ja. Das hat er richtig gut gemacht. Es sind viele Überraschungen dabei, wo man gar nicht so glauben würde, dass die so lustig sind, aber bei mir wären die alle lustig. Selbstverständlich. Wann geht's los? Montag? Schau nach, sag's. Ich war 19 Uhr, nein, nee, Quatsch. 21. Der 19. 21:45 Uhr. Also direkt vor uns läuft das. Super. Ja, ich kann euch gut die Quote versauen. Nee, ich gehe mal davon aus, dass ihr einen anständigen Vorlauf liefert. Ja, natürlich. Ja. Und am 19. April geht's los, 21:45 Uhr. Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an aus Tramitz und Friends. So heißt die Show nämlich. Ja. Die Marschrichtung ist klar. Ja. Wenn man kein Ende weiß, muss man am Schluss einen erschießen. Also es ist, anders geht's. Ist das ein Originaldialog aus dem Film oder wurde der dafür gemacht? Der ist dafür gemacht Hast worden. Hast du den gesprochen? Lass mich hier zurück, ich bin nur eine Last für euch. Klassischer Western-Satz. Ja, natürlich, den kennst du dich immer. Ja auch. Ja, okay, sag ihn bitte mal. Lass mich hier zurück, ich bin nur eine Last für euch. Es nützt nie was, es stirbt immer dann. Du bist auch ein großartiger Synchronisateur, sagt man das so? Du hast viele Filme synchronisiert, unter anderem Teil für Findet Nemo auch. Ja. Was hast du dort gesprochen? Papa Fisch, Papa Marlin habe ich gesprochen. Wie spricht der? Ganz normal, so wie ich in dem Fall. Ach so, okay. Clownfisch, aber redet wie ich in dem Fall. Und du hast früher mal, das habe ich auch erst heute erfahren, du hast früher mal Kung-Fu-Filme synchronisiert? Ja, ist relativ einfach. Ja. Es ist eigentlich alles, genau. Das kommt dann auch immer noch vor, sogenannte Eastern. Es hat viel Spaß gemacht und man hat in relativ kurzer Zeit mit Lauten, so sagt man in der Synchronsprache, Laute sind so viel Geld verdient. Weil egal, ob man einen Satz hat oder einen Laut hat, man kriegt Aber die Laute werden die nicht dann von den Originalfilmen übernommen, sondern nur die Dialoge? Nee, geht oft nicht. Das geht oft nicht, weil die Atmo dann irgendwie nicht stimmt. Also Gott sei Dank geht es nicht und man muss die Laute selber machen. Das macht viel Spaß. Und du bist ja du bist ja richtig ausgebildeter Schauspieler, oder? Du hast, ja, kurz. Du hast es richtig gelernt, oder? Ja, 2 Monate war ich auf der Schauspielschule. Ah, okay. Also eher kurz. Und warst auch schon mit Ingrid Steger auf Theatertournee? Ja. Bevor sie dann in die Klapse gekommen ist? Ja, aber dafür bin ich nicht verantwortlich. Also dafür bist du nicht verantwortlich. Ungefähr, ich glaube, 15 Jahre her, oder 20 Jahre her. Was, 15 Jahre? Wie alt bist du denn? Sau alt. Ah!
Ach du Scheiße, ja. Da stimmt das? Ich gehe gleich. Das kann man gar nicht sagen. Das stimmt wirklich, ja. Das ist unfassbar. Ich bin so alt, es ist unglaublich. Das gibt's gar nicht. Das würden Sie niemals vermuten. Stimmt die Zahl hier? Ja, ich glaube. 69? 68. Nein. Hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Du bist 48 schon? Ja. Ich hätte dich jetzt mal für locker unter 40 gehalten. Ja, es kommt toll so gehalten, gar keine Reaktion aus dem Publikum. Ja, kommt gar keine Reaktion aus dem Publikum. Gut, danke. Unter 40, das ist aber lieb. Oder? Das war mir nicht bekannt. Ja, das ist schon dieser Applaus, den auch Johannes Heesters kommt. Ja, das ist so fürs Lebenswerk. Ja, ja. Das so ich bin 100 Jahre. Genau. Nee, der sagt, ich werde 100 Jahre alt. Ich werde 100 jetzt. Ist er jetzt schon. Ja, da früher, der also ist jetzt schon 105, glaube ich, oder? Also, nein, weiß ich nicht, ist er schon 100, ich glaube, er ist schon 120. Hundejahre zumindest. Ja. Auf jeden Fall. Also, wenn du mit 100 noch aussiehst wie 6, 7 oder 80, Heesters, dann bin ich super drauf. Ja. Darfst du wieder hier reinkommen. Vielen Dank. Ja, bist du dann? Knapp 50, oder? Ja, knapp 50.